Ich habe gemerkt, wenn ich bete, hey Gott, zeig mir, was du von mir möchtest, zeig mir, wo du mich und wie du mich gebrauchen möchtest, dass Gott mir da einfach durch Menschen, durch Gedanken, durch sein Wort, die Bibel oder durch einfach Türen, die sich öffnen und schließen, ganz klar zeigt, hey, das ist mein Plan für dich. Hallo und herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Direkt nach dem Abitur in ein fernes Land zu reisen, um dort ein Jahr im sozialen Dienst zu verbringen, ist sicherlich nicht für jeden etwas. Wenn es dazu aber noch ein Land ist, was wir nicht benennen dürfen, weil es sonst zu gefährlich wäre, sondern nur mit der Region Südostasien umschreiben, dann hätten wohl die meisten davor zurückgeschreckt. Nicht so unser heutiger Gast. Sie ist kürzlich zurückgekommen, hat dort knapp 11 Monate verbracht und ist noch voller Eindrücke. Hören wir, was sie zu erzählen hat. Herzlich willkommen, Melanie Rüff. Dankeschön. Ja, warum nun ausgerechnet in ein solches Land, was wir gar nicht benennen dürfen? Südostasien. Wir wollen auch gar nicht weiter spekulieren, denn das ist ja jetzt einfach so, dass wir es nicht nennen sollen. Warum dahin? Was hat Sie gereizt, sich so einer Gefahr auszusetzen? Also ich muss sagen, als ich 14 war, hat sich die Allianzmission bei uns auf dem JUCA, das ist das Jungschar-Camp der FEG Norddeutschland, vorgestellt. Was ist die FEG? Das ist die Freie Evangelische Gemeinde. Ah, FEG, okay. Mhm. Genau, und ich war zu dem Zeitpunkt halt 14 Jahre alt und hatte eine Schulung für junge Mitarbeiter. Da hat sich die Allianzmission vorgestellt und hat erzählt, dass es die Möglichkeit gibt, nach dem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland zu machen, hat verschiedene Länder vorgestellt. Und für mich war einfach ab diesem Zeitpunkt klar, ich gehe nach dem Abitur mit der Allianzmission ins Ausland. Das heißt, das ist ja dann mindestens schon 5 Jahre her, dass genau. Sie diesen Wunsch hatten. Ja. Das hat aber lange angehalten. Sie haben durchgehalten mit dem Wunsch. Ja, das hat sich wirklich lange durchgehalten. Mal war der Gedanke vielleicht eher noch mal im Hintergrund, dann kam er aber wieder in den Vordergrund. Und als es dann irgendwann soweit war, als ich so ein Jahr vor dem Abitur stand, habe ich noch mal speziell überlegt, hey, was ist für mich dran nach dem Abitur? Soll ich studieren? Soll ich eine Ausbildung machen? Und dann kam dieser Gedanke des FSJs wieder hervor. Und mir wurde klar, hey, Gott hat dir gesagt, du sollst nach dem Abitur ein Jahr im Ausland verbringen. Und dann habe ich mich einfach beworben bei verschiedenen Organisationen. Und letzten Endes habe ich mich bei der Allianzmission aber am wohlsten gefühlt. Die kannten Sie auch schon, ne? Genau. Aus dem Grund vielleicht auch. Genau, die kannte ich schon zum Teil. Gerade auch, als sie sich auf der Freizeit auf dem Jungschar-Camp vorgestellt hat. Und ich habe mir die Länder angeschaut, die sie so anbieten, in welchen Ländern sie Einsätze anbieten. Wo ist das denn zum Beispiel? Südamerika auch oder? Südamerika, Europa, Afrika, Asien. Also eigentlich die ganze Welt. Eigentlich die ganze Welt, auch Deutschland. Genau, habe ich mich einfach beworben, habe meine Bewerbungsunterlagen dorthin geschickt, bin zu einem G-Seminar gegangen. Dort wurde, das nennt sich G-Seminar. Dort wurden nochmal viele Länder vorgestellt. Das ist speziell für Interessierte an Freiwilligendiensten oder auch Menschen, die interessiert daran sind, ganz ins Ausland zu gehen als Missionar oder sei es nur für 4 Jahre oder für länger. Das habe ich mir angeschaut, nochmal genauer, was sie für Länder haben, anbieten, was man in den Ländern für Aufgaben hat. Genau, das heißt, Sie konnten das auswählen oder hat dann irgendjemand gesagt, Südostasien, das ist es, die Melanie ist gut dafür, die schickt man dahin? Also ich konnte mich bei meiner Bewerbung, speziell auf manche Stellen bewerben, auf manche Länder. Und letzten Endes wurde dann aber durch die Bewerbung, durch einen Persönlichkeitstest, wo man Fragen beantworten musste, durch einen Bewerbertag wurde herausgefunden, auf welche Stelle ich am besten passen würde. Das heißt, nicht jeder wäre dorthin geschickt worden. Genau, nicht jeder wäre dorthin geschickt worden. Sie haben schon sehr Wert darauf gelegt, dass die Person auch wirklich an diesen Einsatzort passt. Und dann habe ich 2 Angebote bekommen von Stellen, die mich gerne gehabt hätten und musste mich dann innerhalb von einigen Tagen für eine Stelle entscheiden. Habe dann Südostasien gewählt, einfach unter viel Gebet. Und viel Überlegungen habe ich mich für Südostasien entschieden, weil ich einfach einen Frieden darüber hatte. Also die Allianz hat gedacht, die Melanie passt nach Südostasien. Hat die Melanie, als sie dann in Südostasien war, auch gedacht, dass es zu ihr passt? Ja, das habe ich schon vorher gedacht, als ich die Aufgaben gesehen habe, was dort meine Aufgaben sind. Beschreiben Sie die doch mal. Ich habe viel mit Studenten zusammengearbeitet,
weil ja die Mission, die offensichtliche Mission nicht möglich ist, haben wir über Beziehungen Studenten den Glauben nahegebracht. Das fängt damit an, dass wir Englischclubs und Deutschclubs veranstalten, in denen die Studenten kostenlos die Sprache lernen können, was in dem Land nicht selbstverständlich ist. Normalerweise müsste man dort sehr viel Geld für einen Sprachkurs ausgeben, was viele Studenten nicht haben. Und dann sehen sie natürlich das Angebot, hey, du kannst kostenlos eine Sprache lernen, und nehmen das Angebot sehr gerne an. Darüber kommt man mit den Studenten ins Gespräch, über Spiele, über Musik oder was auch immer. Aha, der Sprachkurs ist also sozusagen das Werkzeug, das genau. Schiff, mit dem sie ihre Botschafter versteckt hineinbringen. Genau, und man baut halt Beziehungen auf zu den Studenten, knüpft Freundschaften, macht Unternehmungen und so weiter. Und dann kommt das Gespräch ganz automatisch dann auch auf das Thema, hey, wieso macht ihr kostenlose Sprachkurse? Oder man fragt nach, hey, was glaubst du? Ich bin sehr interessiert daran, an der asiatischen Kultur. Ich stelle natürlich auch meine Fragen, was glaubt ihr? Und dann kommt die gleiche Frage zurück. Und man kann viel erzählen, was man selber glaubt und von der eigenen Überzeugung. Ich habe das ja eben ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht scharf formuliert, aber ein bisschen wirkt es ja wie, wir versuchen das mal mit dem Sprachkurs, aber eigentlich wollen wir die ja evangelisieren. Es wirkt nicht nur so, es ist ja vermutlich auch die Absicht. Aber haben Leute, die dann an so einem Sprachkurs teilgenommen haben, sich nicht ein bisschen veräppelt gefühlt dann hinterher, dass sie gedacht haben, Moment mal, ich wollte ja eigentlich die Sprache lernen und jetzt erzählen die mir was vom Christentum? Also es ist ja nicht so, dass die Studenten dorthin kommen und wir sagen, hey, wir haben euch veräppelt, wir machen jetzt eine Andacht und beten. Sondern man spielt Spiele, man hört Musik, man redet über Texte, liest Texte, lernt Vokabeln. Und die Basis ist wirklich das Sprachelernen. Und ich weiß ja, also ich habe ein paar Freundschaften geknüpft. Wenn dann erstmal so eine Freundschaft tiefer wird, dann kommt man auf das Gespräch, also dann kommt man auf das Thema zu sprechen. Genau. Was waren denn so, also wenn Sie sagen, man kommt auf das Thema zu sprechen, was sind denn eigentlich so die Lebensfragen? Südostasien ist weit weg. Hatten Sie das Gefühl, das sind ähnliche Fragen wie Menschen, also die in Ihrem Alter sind, alle haben? Oder hat sich das dann doch sehr, sehr unterschieden? Also ich muss sagen, gerade da wir mit Jugendlichen gearbeitet haben, die vielleicht so Mitte 20 waren, hat man schon eine ähnliche Richtung. Man redet viel über Themen wie Liebe oder Heiraten, tauscht sich darüber aus, was denkst du darüber? Oder auch Dinge wie Studium, das beschäftigt einfach viele Menschen. Und da kann man sich viel darüber austauschen, weil wir als Deutsche bringen unsere Kultur mit, sie haben ihre Kultur und dann sieht man, was an welcher Kultur das Besondere ist, was das Positive ist, was man von ihnen lernen kann und darüber kommt man halt viel ins Gespräch über Themen, die wirklich auch viele oder alle interessieren. Jetzt war das ja nur ein Bereich. Wir haben ja angefangen, indem ich gefragt habe, was Sie dort zu tun hatten. Da haben Sie gesagt, Arbeit mit Studenten war das eine. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gab es noch andere Dinge? Also das war schon die Hauptaufgabe, ich sag mal 80-90%. Ah ja. Und wir haben aber nebenbei auch noch auf die Kinder der Missionare vor Ort aufgepasst. Zum Beispiel haben wir viel Zeit mit einem kleinen Jungen verbracht, der ist ungefähr 2 Jahre alt. Haben ihn einfach beschäftigt, damit die Eltern freie Zeit hatten, um konzentriert wirklich zu arbeiten. Oder wir haben mit einer Tochter Deutsch gelernt, damit die Eltern wirklich entlastet sind. Das war aber nur ein kleiner Teil der Arbeit. Und der Hauptaspekt lag wirklich auf der Arbeit mit den Studenten, der Beziehungspflege, Zeit mit ihnen zu verbringen. Wie gesagt, wir können das Land ja nicht nennen, aber die Frage, die sich dann einem natürlich stellt, ist, was macht das Christentum eigentlich so gefährlich, dass es so eine große Abwehrreaktion gibt? Ist das für Sie nachvollziehbar? Liegt das an Inhalten oder ist es einfach, weil es eine andere Kultur ist, da mit der westlichen Kultur verbunden wird und man dann sagt, die wollen wir nicht bei uns? Ja, also es ist schon so, uns wurde erklärt, dass die Regierung ist halt kommunistisch geprägt und sie möchte wirklich die Kontrolle über die Einheimischen behalten. Und wenn dann Westler in das Land kommen und einfach ihre Kultur mit reinbringen und die Einheimischen sehen, hey, in diesem Punkt agieren sie völlig anders und in diesem Punkt wollen wir das auch übernehmen, dann verliert die Regierung nach und nach halt die Kontrolle über die Einheimischen, was sie nicht möchte. Deswegen ist das heißt, es ist eher eine politische Gefahr, die sich daraus ergibt. Jetzt nicht, dass
dass es im christlichen Glauben irgendwelche Dinge gibt, die die Menschen, sagen wir mal, christliche Freiheit oder so, könnte gefährlich werden, weil die Leute dann plötzlich für was anderes einstehen oder so. Solche Punkte würden Sie jetzt nicht sagen. Es ist jetzt nicht die reine christliche Lehre, die Gefahr bringt. Nee, also ich meine, klar, der christliche Glaube ist schon in vielen westlichen Ländern verbreitet und das spielt in die Kultur auch ein bisschen mit rein. Also schon ein Aspekt, aber hauptsächlich ist es so politisches Denken, kulturelles Denken. Es darf zum Beispiel auch nicht öffentlich über Politik geredet werden. Einfach aus den Gründen, dass man halt viel Einfluss üben kann, gerade als Westler. Was ist Ihnen denn, als Sie runtergegangen sind, runter oder da hinten oder ne, also in dieses andere Land gereist sind, was ist Ihnen denn da an Ihrem christlichen Glauben das Wichtigste gewesen? Mir ist es sehr wichtig gewesen, den Studenten einfach weiterzugeben, dass Gott unser Vater ist, dass er uns ohne Ende liebt, dass wir nicht perfekt sein müssen, um zu ihm kommen zu können. Weil in vielen Religionen ist es mir aufgefallen, dass man denkt, hey, ich muss perfekt sein, ich muss ein perfektes Leben haben, ich muss, wer weiß, wie viele gute Taten tun, um in den Himmel zu kommen. Aber mir ist es speziell nochmal wichtig geworden, dass es nicht so ist, dass wir Gott als unseren Vater und Retter annehmen müssen, um in den Himmel zu kommen und nicht 1000 gute Taten tun, um ein möglichst perfektes Herz zu haben. Und das ist eigentlich das gewesen, was mir an meinem Glauben am wichtigsten war, weiterzugeben. Weil genau das halt die Menschen dann doch zum Nachdenken anregt und bewegt dementsprechend. Sie haben jetzt gerade so etwas gesagt wie, wir müssen Jesus haben, um in den Himmel zu kommen. Wie ist es dann, wenn man so einer Kultur begegnet, wo kaum jemand sich zu Jesus bekennt? Das heißt, unbewusst denken Sie ja dann zumindest, es sind alles Leute, die nicht in den Himmel kommen. War das so Ihr Antrieb, ich muss die jetzt retten? Ist das so Ihr Antrieb? Also mein Antrieb war erstrangig, also ihnen was Gutes zu tun, ihnen diese Liebe weiterzugeben, einfach zu zeigen, dass Gottes Liebe durch mich zu ihnen scheint und dass es einen Unterschied gibt zwischen Leuten, die mit Gott leben und den Leuten, die nicht mit Gott leben, einfach im Handeln, im Reden, in dem, was ich einfach weitergebe. Also wie gesagt, einfach Gottes Liebe, ihn weiterzugeben und zu zeigen. Und da werden die Menschen automatisch hellhörig und gefesselt dadurch, dass man einfach anders ist. Hat sich daran zum Ende Ihrer Zeit dort unten etwas verändert? Haben Sie vielleicht gemerkt, naja, also ich bin zwar jetzt der Überzeugung gewesen, die müssen jetzt das und das haben, aber jetzt, wo ich das Leben hier erlebt habe, also hier in Südostasien erlebt habe, ist mir eigentlich klar geworden, die müssen auch was anderes haben. Also sprich kurz, hat sich an dem, was Sie vom Christentum weitergeben wollten, durch die Zeit etwas verändert? Durch die Zeit dort? Also mir ist es schon wichtig gewesen, dass die Studenten einfach merken, dass das Christentum nicht einfach eine Religion ist, sondern einfach eine Beziehung zu Gott. Es ist schon eine Religion, aber ich für mich, ich sage, es ist wichtig für mich, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und das ist speziell, dass nicht nur ich etwas gebe, sondern dass ich auch etwas zurückempfange. Das ist wie etwas ähnlich wie eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Es geht ohne den einen, geht's nicht. Und genauso ist es für mich geworden, einfach, dass ich das weitergebe, dass eine Beziehung zu Gott zweiseitig ist, dass ich etwas gebe, aber auch etwas bekomme. Und das ist das, was für mich mein Glauben von vielen Religionen unterscheidet, dass ich einfach auch sehr viel bekomme, sehr viel Segen bekomme. Und dadurch sehe, was bekommen Sie denn? Was heißt das, Sie bekommen Segen? Was bedeutet das für Sie? Ich merke einfach, gerade in dem Jahr, wo ich einfach so viel für Gott getan habe und anfange zu tun und auch hier in Deutschland jetzt weitermache, merke ich einfach, wie Gott zu mir spricht, wie Gott mir Menschen ins Leben stellt, die einfach echt Bedeutung für mich haben. Und darf ich auch danach fragen, weil Sie es eben zu Beginn auch schon mal gesagt haben, Ihnen war klar, Gott möchte von mir, dass ich, haben Sie gesagt, nach Südostasien gehe oder haben Sie gesagt, dass ich ein freiwilliges soziales Jahr mache, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls haben Sie gesagt, dass Sie das Gefühl hatten, Gott will das von mir. Wie bemerken Sie das? Ich habe das einfach dadurch gemerkt, dass sich für mich manche Türen geöffnet haben, manche geschlossen haben. Und ich war sehr viel im Gebet darüber, über das Thema, hey Gott, was möchtest du, was ich nach dem Jahr tue? Ich möchte einfach mein Leben dir zur Verfügung stellen. Und
Ich habe gemerkt, wenn ich bete, hey Gott, zeig mir, was du von mir möchtest, zeig mir, wo du mich und wie du mich gebrauchen möchtest, dass Gott mir da einfach durch Menschen, durch Gedanken, durch sein Wort, die Bibel oder durch einfach Türen, die sich öffnen und schließen, ganz klar zeigt, hey, das ist mein Plan für dich und ich möchte, dass es dir gut geht, dass du ein richtig cooles Leben mit mir hast. Und genau. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass Sie den Eindruck haben, Gott hat jetzt das zu mir gesagt, sondern Sie erleben Situationen, Begegnungen, irgendetwas und das interpretieren Sie dann als, dass das die Stimme Gottes ist sozusagen. Ich will es nur verstehen. Ja, genau. Und ich sehe halt dadurch, dass es halt viele unabhängige Menschen zu mir sagen und andere Dinge das Gleiche zeigen mir, dadurch sage ich dann, hey, das ist Gottes Wille und das hat sich wirklich auch so bestätigt, dass es das Beste ist, die beste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Schön, wenn Sie es heute auch noch sagen können. Ja. Was hätte Ihnen in Südostasien eigentlich passieren können? Sagen wir mal, jemand hätte gesagt, also Freunde, das ist hier nicht nur ein Sprachkurs, sondern euch schwärze ich jetzt mal an, ihr wollt mir was von Christus erzählen. Was hätte Ihnen passieren können? Also uns als Freiwilligen selber hätte jetzt nicht so extrem viel passieren können. Wir hätten jetzt nicht ins Gefängnis kommen können oder ähnliches. Wir wären wahrscheinlich einfach nur abgeschoben worden. Ja. Genau, hätten nach Deutschland zurückkehren müssen. Nichtsdestotrotz auch, das wäre ja schon mal eine mindestens merkwürdige Situation gewesen, ne? Wenn man da so fern der Heimat ist und plötzlich käme der Himmel was auf einen zu. Man ist ja doch mit großer Unsicherheit dann befasst. Wie sind Sie darauf vorbereitet worden? Kann man darauf überhaupt vorbereitet werden? Also ich glaube, man kann schon ansatzweise darauf vorbereitet werden. Natürlich, also wir haben an Seminaren teilgenommen. Wir waren aber auch knapp 30 Leute, die ins Ausland gegangen sind. Und da ist es klar, dass man nicht auf jedes Land speziell oder so speziell eingehen kann, dass man sagen kann, hey, wenn das in deinem Land passiert, dann musst du so und so handeln. Ich denke nicht, dass das so in dem Detail möglich ist. Aber uns wurde zum Beispiel gesagt, hey, wenn irgendeine Katastrophe passiert in dem Land, dann seid ihr die Ersten, die nach Deutschland gehen, damit euch nichts passiert. Also uns wurde schon von Anfang an gesagt, hey, wenn wirklich was passiert, ihr seid nicht so in Gefahr, dass ihr um euer Leben kämpfen müsst oder so, sondern ihr seid, wenn irgendwas passiert, wie gesagt, die Ersten, die nach Deutschland kommen und dann seid ihr sicher. Und Sie hatten auch das Gefühl, darauf kann ich mich verlassen. Also hatten Sie mal Angst? Gab es Situationen, in denen Sie Angst hatten? Also ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo mal Angst, aber ich habe jetzt nicht so eine Angst verspürt, Hilfe, ich will hier weg, so. Und ich habe auch das Jahr über einen Vers mitbekommen, der mich das ganze Jahr begleitet hat. Das ist Psalm 91, Vers 11. Da steht, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Und ich habe mir einfach diesen Vers für das Jahr gesetzt. Den habe ich von der Allianzmission bekommen als Vers für das Jahr. Und dieser Vers hat mich das ganze Jahr begleitet. Und immer wenn ich eine Situation hatte, wo ich vielleicht ein bisschen Angst hatte, habe ich mich an diesen Vers erinnert und einfach gesagt, hey Gott, du hast gesagt, du wirst mich beschützen auf all meinen Wegen. Deswegen wirst du es auch genauso hier in Südostasien tun. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Hamburg, sondern wirklich in Südostasien und in der ganzen Welt, egal wohin ich gehe. Und so haben Sie es auch während des Jahres empfunden? Ja, sehr. Sie sind ja, als Sie dort hinuntergeflogen sind vor einem Jahr, jeder Mensch hat das dann von eine bestimmte Vorstellung, dass Sie die gehabt haben von diesem Land. Erster Eindruck, Sie kamen an, nächsten Morgen aufgewacht. War das Land, was Sie sich vorgestellt hatten oder gab es da einige Überraschungen? Also ich muss sagen, es hat schon in gewissem Maße meinen Erwartungen entsprochen. Ich habe mir aber auch ehrlich gesagt das Jahr vorher, die Monate vorher keine großen Erwartungen gemacht, jetzt nicht ausgemalt, wie sehen die Straßen wohl aus oder wie sehen die Menschen aus, wie handeln die Menschen. Ich habe mich einfach voll darauf verlassen, dass Gott mich an die richtige Stelle tut und mich an die richtige Stelle stellt. Und genau deswegen, ich bin ein Mensch, ich mache mir nicht so große Erwartungen. Ich habe viel Vertrauen in Gott und deswegen habe ich auch nicht so Erwartungen, die sehr enttäuscht werden können. Großartig, das hilft bestimmt in so einer Situation. Wie war das denn dann unten? Sie waren ja mehrere und Sie haben sich regelmäßig getroffen. Haben Sie auch zusammen gelebt oder wie war das? Also es war noch eine zweite FSJlerin mit mir in Südostasien. Mit der habe ich in einer Wohnung gelebt. Also wir waren praktisch fast Tag und Nacht zusammen, es sei denn, wir haben andere Verabredungen gehabt.
Und eine Teamfamilie hat bei uns im gleichen Gebäude gewohnt. Wir haben in einem Apartmenthaus gewohnt mit vielen Wohnungen, recht hohes Haus. Und sie haben einfach ein paar Stockwerke über uns gewohnt. Genau, also es war schon, das war auch sehr, eine sehr gute Sache für uns, dadurch, dass sie einfach in Fußnähe waren. Wenn man irgendein kleines Problem hatte, konnte man sofort zu ihnen gehen. Sie waren immer da für einen. Und auch wenn man krank war, konnte man sagen, hey, mir geht's gerade nicht so gut, kannst du kurz runterkommen. Wie haben Sie denn die Situation der kirchlichen Gemeinschaften dort mitbekommen? Was haben Sie von dem mitbekommen? Wie leben die dort? Also ich kann jetzt nicht so viel tiefen Einblick geben, weil ich nicht im Vorstand war oder Ähnliches. Wir waren in einer internationalen Gemeinde, wo viele Menschen einfach aus der ganzen Welt hingekommen sind. Europäer, Amerikaner, Asiaten, alles. Und es gab eine Situation, wo die Regierung gesagt hat, hey, euer amerikanischer Pastor darf nicht mehr predigen, sondern der einheimische Pastor muss predigen. Dieser konnte aber kein Englisch, das heißt, er musste übersetzt werden, was das Ganze ziemlich erschwert hat. Solche Situationen hat man schon manchmal erlebt, die dann aber letzten Endes auch durch viel Gebet einfach dahin ausgegangen sind, dass der amerikanische Pastor trotzdem wieder predigen durfte. Es schlössen sich natürlich viele Fragen an, die wir aber über die Nicht-Identität des Landes, die wir nicht preisgeben können, jetzt einfach nicht fragen können. Deswegen möchte ich mal zu dem Tag kommen, als Sie wieder hier in Deutschland waren, nach knapp 10,5 Monaten. Wie hat sich denn Deutschland für Sie dargestellt? Das ist eine sehr gute Frage. Nee, also als ich angekommen bin am Flughafen, wir sind aus dem Flugzeug ausgestiegen und da stand halt Flughafenpersonal in diesem Tunnel, durch den man geht vom Flugzeug aus. Und der erste Gedanke, als ich die Stimmen gehört habe, war, oh, ich verstehe die ja, die sprechen ja Deutsch, wieso verstehe ich die? Das war einfach so ein total komisches Gefühl. Und dann bin ich rausgegangen, habe mein Gepäck geholt, wir waren 4 Leute, mit denen wir zurückgeflogen sind. Und dann kamen wir zum Ausgang, wo man abgeholt wird. Und da war einfach meine Familie, meine Pateneltern. Das war einfach ein echt schöner Empfang. Das war natürlich toll. Schöner Empfang, wieder genau. Zu Hause. Genau. Sehen Sie Deutschland mit anderen Augen jetzt? Ja, schon. Also mir fallen kleine Dinge auf, sei es das Thema Höflichkeit, wie man höflich mit anderen Menschen umgeht oder einfach. Negativ oder positiv? Negativ. Das darf man ruhig sagen. Ja. Da fallen mir immer wieder Dinge auf, zum Beispiel, wenn, das war die erste Situation am Flughafen, wir sind essen gegangen, war ein Mensch, ein Mann dort, hatte eine Pizza bestellt. Die Pizza war nicht exakt so, wie er sie haben wollte. Hat er sich an die Bedienung gewandt und sie mit einem sehr, sehr unfreundlichen Ton angesprochen. Das geht doch nicht, wieso? Und die Bedienung wollte die Pizza austauschen und er hat aber wieder mit einem sehr unfreundlichen Ton gesagt, nee, das will ich jetzt aber nicht. Also da, ich finde, gerade ich, die ich jetzt aus dem Ausland komme, mir fällt das schon sehr auf. Sie meinen, dort wäre das so nicht vorgekommen? Das kann ich nicht ausschließen, dass es so dort auch vorkommt. Aber es fällt mir, glaube ich, dadurch, dass ich dort die Sprache nicht hundertprozentig verstanden habe und einfach die Sprache beim Essen auch ausblenden konnte, fällt es mir, glaube ich, hier stärker auf. Gibt es etwas, was Sie sonst noch bemerkt haben oder fehlt Ihnen jetzt etwas, was Sie in, ich nenne es mal kurz SOA, also Südostasien, zu schätzen gelernt haben? Ich glaube, ich habe sehr zu schätzen gelernt, dass man in Südostasien einfach sehr spontan ist. Zum Beispiel, wenn man eine Verabredung machen möchte, kann man am Sonntag entscheiden, hey, ich würde mich gern Mittwoch mit dieser Person treffen, fragt die Person an. Wenn sie frei ist, trifft man sich einfach 3 Tage später. Oder wir hatten auch ein Charity-Projekt, also genau eine Aktion für Müllsammlerinnen. Also wenn Frauen Müll sammeln in Südostasien, heißt es, dass sie sehr, sehr, sehr arm sind, dass sie praktisch kein Geld haben. Und wir haben ein Projekt für sie veranstaltet, eine Weihnachtsfeier mit Essen, Dekoration, Aktion, Geschenken, allem, was dazu gehört, haben wir innerhalb von einer Woche auf die Beine gestellt. Also diese Spontanität und die werde ich, glaube ich, sehr vermissen. Sie meinen, hier würde das alles viel länger dauern, all die Planungsausschüsse, die sich treffen und die Arbeitskreise und so weiter und so weiter. Genau. Nun gut,
Ich hoffe, dass Sie das trotzdem wieder für sich schätzen lernen, sonst wäre es ja unangenehm, hier zu leben. Oder Sie müssen wieder nach Südostasien gehen. Danke jedenfalls für die Einblicke heute. Alles Gute für Ihre Zukunft. Sie haben ja, glaube ich, ganz andere Pläne, haben wir jetzt gar nicht darüber gesprochen. Ich glaube, Sie wollen Physiotherapie machen. Genau. Das kann man auch weltweit einsetzen. Mal sehen, wo das passieren wird. Alles Gute Ihnen. Danke. Dankeschön. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn wir wieder da sind bei Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.